Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Darksiders. Und dieses olle Scheiß, ihr habt mich gerade angegriffen, deswegen bitte entschuldigt diese etwas unruhige Anmoderation, aber wir befinden uns jetzt hier direkt vor der Zwielichtkathedrale, die wir in der letzten Folge durch eine sehr, sehr geile Reise erreicht haben. Also, ich bin immer noch hin und weg so ein bisschen. Richtig genial. Ich hoffe nur, da gab es jetzt keine Mega-Secrets zu finden oder irgendeinen Trick, den ich hätte anwenden können, müssen, sollen, dürfen, wie auch immer. Ihr seht schon, ich habe über 3000 Seelen mittlerweile zusammengesammelt. Na, ja, bist du denn? Komm her! Hab dich mal nicht so. Und hier sollen wir irgendwann mal auf Tiamat treffen. Die Fledermaus, Königin, Göttin, whatever, ich weiß nicht genau. Hier ist Wulgrim. Wulgrim. Bulgi. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Gerade noch gar nicht. Ich bin noch ein bisschen zu ungechillt. Ich möchte ja eigentlich erstmal die ganzen Viecher zerstören und dann möchte ich da irgendwann mal reingehen. Ich möchte mich hier erstmal umgucken. Na komm schon. Dafür musst du büßen. So, das da drüben wieder. Das sieht aber irgendwie auch so ein bisschen so aus, als ob man sich darüber hangeln kann. Das erinnert mich nämlich, jetzt wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, auch wieder so ein bisschen an die Metroid-Reihe, an den Grappling Beam. So sieht das für mich aus, als ob man sich darüber grappeln könnte. Ich weiß aber nicht, ob es hier irgendwann im Laufe der Zeit auch so ein Item gibt oder eine Waffe oder so, womit dieser Umstand tatsächlich möglich wäre. Okay, hier ist eine Dingstruhe, die brauche ich jetzt aber gerade nicht. Und hier ist wieder so eine... Auch hier wieder etwas, das wir im Hinterkopf behalten müssten. Vielleicht gibt es ja hier auch so eine Art Dungeon-Item, wer weiß. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und mir wurde auch schon in Aussicht gestellt, dass diese Tiamat ein ziemlich ungemütlicher Genosse sein soll. Und vermutlich mit der einen oder anderen Schwierigkeit einhergehen wird. Aber das macht ja nichts. Ist hier noch irgendwas drin oder so? Nö. Schade. War schon ein sehr imposantes und geiles Gebäude, ne? Kann man jetzt echt nicht anders sagen. Erstmal alles zerstören hier. Man weiß immer nicht, ob man dadurch vielleicht noch irgendwas Geiles kriegt. Außer Seelen. Gucken Sie mal. Hier ist noch was. Nämlich Geld, 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 Geld. Wunderschön. Sonst ist hier nichts weiter, aber trotzdem Geld ist auf jeden Fall fein. Sehr fein. Ich glaube, jetzt werde ich tatsächlich auch mal Wulgrim aufsuchen und gucken, was wir uns für diese doch zahlreichen Seelen holen können. Zeig ich mal. Bruchstücke von Zornkernen. Ja, alles schön und gut, aber leeres Gefäß. Das stelle ich mir so ein bisschen vor wie in Zelda, die Flaschen. So, hier ist jetzt die Frage. Wilder Angriff mit mehreren Treffern. Luftsensen. Das ist auf jeden Fall super. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Gott, ob ich das hinkriege? Ich weiß nicht. Harpunengriff. Nehmen wir uns mal. Du handelst äußerst geschickt, mein Freund. Kraftschlag. Eine ausgezeichnete Schwerthaken. Teufelstanz, was ist das denn? Block Gegenangriff. Sehr schön. Kann ich mir jetzt für 400 noch irgendwas... Na gut, die Höllenklinge, dann hole ich mir das auch noch. Gut. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Sind dann wieder Sachen, die ich mir im Kampf dann erstmal aneignen muss. Aber auch darin sollte jetzt nicht das große Problem bestehen. So, ist hier jetzt noch irgendwas, was ich mir holen kann. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht so wirklich danach aus, nö. Nein. Wow. Alter, ist das beeindruckend. Also es sieht wirklich schon richtig, richtig schnieke aus, muss ich mal sagen.
Ja, da haben wir noch einen Behälter, falls wir tatsächlich ein bisschen Heilung benötigen. Und jetzt würde ich sagen, wagen wir es und betreten die Zwielichtkathedrale. Alter Schwede, sieht das geil aus. Gott, die Musik. Wow. Hier. Jetzt lass mich doch erstmal gucken. Ich möchte erstmal gucken hier, was das alles ist. Kann man mit dieser Statue hier interagieren irgendwie? Du solltest besser kommen, wenn ich dich rufe. Mann, jetzt nerv mich doch nicht. Was willst du denn von mir? Was ist das denn? Okay. Ja, nu? Kann ich denn damit trotzdem das alles... Wow, okay. Ist dieses Schwert jetzt stärker? Gott, die Musik. Oh, wow. Ich bin gerade so begeistert. Hier sind die Flammen nicht an, die Fackeln, also die Kerzen, wie auch immer. Da oben komme ich nicht durch. Kann ich hiermit irgendwie interagieren? Nee. Okay, ist da irgendwas drin oder so? Auch nicht. Kommen bestimmt gleich Gegner, die ich besiegen muss. Das ist dann so wieder wie in Zelda teilweise eben auch. Du hast auch so ein Schwert. Das ist aber versperrt. Halt, Aktion. Alles klar. Wie so eine Art Schalter sozusagen. Damit habe ich jetzt das geöffnet. Wow. Das ist Tiamat? Okay. Ist ja ein schnuckliges Wesen. Und so klein. Mein Gott. Ich hoffe, die besucht mich hier nicht öfter mal. Ich will die erst irgendwann sehen, wenn ich wirklich gegen sie antreten soll. Was ist das? Für Gewebe, Alter. Hat die hier ihre Eier abgelegt? Was hängt da? Oder ist sie das sogar? Ist das jetzt hier schon Boss? Wartet mal. Ich glaube nicht, oder? Das wird mich jetzt schon ein bisschen verwundern irgendwie. So ein riesiges Gebäude und dann direkt Bosskampf finde ich jetzt irgendwie strange. Aber da hinten bewegt sich auf jeden Fall was. Das sieht echt eklig aus, ein bisschen. Da hinten sind wieder so Engelsstatuen. Was ist das? Diese Tür geht derzeit noch nicht auf. Hallo. Ich mach Tiamat gerade bestimmt auch gar nicht irgendwie sauer oder so, wenn ich ihre Kiddies hier allesamt irgendwie umniete. Ich denke mal, ihr seid doch ihre Kinder, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ihr stört mich. Da ist noch eine. Komm her. Hallo. Plump. Wow, wo kommst du denn her? Ich hab dich nur gehört, aber nicht gesehen. Was ist das? Das muss man garantiert irgendwie zerstören. Ich weiß bloß noch nicht wie.
was wird hier gerade zerstört nebenbei? Mein Gott! Ja, aber das muss irgendwie... Ich weiß bis noch nicht so genau, was im Detail damit passieren muss. Damit kann ich auch nicht interagieren, ne? Nee. Dieses Ding, der muss zerstört werden. Die Frage ist nur, wie. Dafür werde ich jetzt mich erstmal hier entlang begeben. Moment. Hier sind aber zwei Türen. Wo ist die andere? Also eine Tür sehe ich hier. Okay. Hallo Schnurzel, Peter. Na, alles geil. Jo. Okay, hier ist wieder so eine Barriere. So eine, wie wir da zuvor schon mal gesehen haben. Das heißt, also da müssen wir uns wahrscheinlich wieder so eine Art kleinen Schlüssel holen, um mal so in Zelda-Sprache zu reden. Aber ihr wisst dann, denke ich mal, was ich meine. Dieses komische Auge da. Das brauchen wir dann dafür. Komm schon. Geh weg. Wieder ein paar Seelen sammeln. Wir haben jetzt zwar einiges ein bisschen ausgegeben schon und uns auch wieder richtig geile Sachen zugelegt, aber man möchte ja gerne noch mehr davon haben, ne? Jawohl, ja. Zack. Diese Statue sieht halt auch echt richtig gut aus. Und jetzt kommt noch eine Gegnerwelle. Komm her. Kommt schon. Ich finde übrigens auch dieses Gewitter gerade wieder richtig geil, dass man hier so gerade in dieser Szene zu Gesicht bekommt. Hat echt Style. Hallo, lass mich mal in Ruhe. Nerv mich nicht. Zack. Ja, die Gegner gehen hier immer noch. Schlimm wird's, wenn wieder diese Riesenscheißer kommen, weil die sind echt ein bisschen sehr ätzend. Haben wir es jetzt? Jawohl. Die Tür dort ist freigegeben worden. Diese Statue sieht echt wunderschön aus und zugleich sehr unheimlich, wie ich finde. Aber okay. Ich zerstöre hier mal alles, man weiß ja immer nicht, ob dadurch nicht vielleicht irgendwo wieder eine Truhe zum Vorschein kommt. Kann man das ja eigentlich auch irgendwie kaputt machen oder so? Ist ja manchmal auch so, dass man irgendwelches Dorngestrüpp zerstören muss. Und das da sieht irgendwie aus, als ob man das zerstören könnte. Die Frage ist nur, wie. Das ist noch versiegelt. Dafür müssen wir also erstmal einen Weg finden. Okay, ich bin gespannt. So komme ich jedenfalls nicht weiter. Gut. Ich sehe, da oben ist irgendwo noch eine Tür wahrscheinlich. Ich hoffe, ich verliere den Überblick nicht. Und auf. In Ordnung. Bombengewächs. Nehmen Sie sich diese klebrige Bombe und werfen Sie sie auf Objekte und Feinde, bevor sie detoniert. Schlagen Sie sie, damit sie sofort detoniert. Ah, alles klar. Bombengewächs. Ist auch gar nicht irgendwie Zelda-Style oder so. Das ist nur so eine. Wie nehme ich die? Hallo? Wie genau wirft man das Ding denn? Ich weiß nicht, wie man diese Gewächse wirft. Okay. Ach so, alles klar. In Ordnung.
versuch mal. Na, obwohl, nee, ich glaube, die ist zu schnell tot, weg. Ich glaube, das schaffe ich so schnell nicht. Vielleicht gibt es ja hier in der Nähe noch irgendwo welche. Wo ich denn darüber? Reicht mein Gegleite dafür? Ich habe so das Gefühl, das dauert nicht lang genug. Ah, nee, okay, alles geil. Wow. In Ordnung. Alles klar. Da drüben. Die Truhe sieht aber wieder ein bisschen anders aus. Lebensessenz. Cool. Das sind, glaube ich, diese Heilungssteinchen, wenn ich das richtig verstehe. Kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt missinterpretiere. Möchte ich gar nicht abstreiten. Warum genau wird mir diese Statue da jetzt so gezeigt? Wahrscheinlich muss ich mit der interagieren oder so. Okay, die Frage ist... Woher kriege ich jetzt so ein... Ja, kann ich, alles klar. So ein Bombengewächs, dass ich da einfach rüberknallen kann. Damit ich genau... Wartet mal, bevor ich damit interagieren will mit dieser Dings, würde ich hier erstmal reingucken. Oder möchte ich doch nicht? Das ist auch wieder sehr Dantes Inferno. Sieht echt ein bisschen eklig aus, so. Hier ist auch die Frage, wie wir das hier wegkriegen. Da drüben ist so eine Bombe. Hallöchen. Danke. Noch einer? Nope. Da drüben sind diese Bombendinger. Wahrscheinlich muss ich da auch wirklich von der anderen Seite ran. Hier gab es jetzt nur diese Geldtruhe. In Ordnung. Das heißt, ich muss mit dieser Statue hier interagieren. Was genau muss ich denn da machen? Sie schieben? War das jetzt richtig? Alles klar, da kann ich jetzt runter. Und hier ist eine Truhe. Hier scheine ich jetzt dieses Ding zu finden, womit ich das, diese Barriere da öffnen kann. Nee, Karte! Oh, Zelda. Alter, das ist ein Riesendungeon. Da hinten ist der Boss. Oh, das ist so Zelda-Stil, ne? Das ist so geil. Finde ich gut. Okay, jetzt geht's hier runter. Sehr gut. Kannst hier ruhig runterspringen. Okay. Hier ist... nichts. Ich werde sicherlich auch ein bisschen länger für diesen Dungeon hier brauchen. Ich hoffe, ich komme da so rüber. Ja, gerade so, aber klappt. Geht weg. Muss mal gucken, dass ich dann diese Bombengewächse da irgendwie... dass das irgendwie klappt. Aber irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Twilight Princess. Twilight. Na, passt ja wieder. Da hinten ist ein Artefakt. Das möchte ich mir natürlich holen. Was ist das hier alles jetzt noch? Das sieht auch hübsch aus irgendwie. Auch wenn das irgendwie aussieht wie Leuchtdildos. Egal. Komme ich da ran? Ich hoffe. So komme ich da nicht ran. Aber ich habe gerade gesehen, da kann ich hochklettern. Vielleicht auf diese Weise. Dann kann ich mir dieses Artefakt nämlich auch noch unter den Nagel reißen. Und das wieder in Bares umwandeln. Was mit dem anderen? Ach, da bist du. Ich wollte schon sagen.
Hab dich schon vermisst, mein Freund. Geh weg. Ups. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist jetzt hier das Artefakt hier? Also klappt's nicht. Ha! Haha! Geschafft! Cool! Sehr schön! Es ist halt immer schon eine ziemlich weite Strecke hier. Schade, kann man das eigentlich auch aufnehmen? Nee. Hätte ja klappen können. Oh. Das ist immer genau abgemessen, scheint mir. Also es wirkt immer so ein bisschen so, als wäre der Abstand genau. Okay, hiermit kann ich interagieren, wie ich sehe. Das ist auch so God of War-Style. Alles klar hier. Die Tür ist verschlossen, das ist auch in Ordnung so. So, ihr könnt mal bitte jetzt alle gehen. Ich finde euch zwar voll schnieke anzugucken, aber das war's dann halt auch. Lass mich in Ruhe. Nerv nicht. Chaoswasser Stufenaufstieg. Yeses. Mega. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hier ist jetzt vielleicht das drin, was ich brauche, um die Tür zu öffnen. Komm, stirb bitte. Geh mir nicht auf den Zünder. Danke. Okay, dann Mantau. Jawohl, Schlüssel des Betrachters. Jetzt haben wir das Item bekommen. Hier komme ich auch so nicht weiter. Obwohl es hier vorne aussieht, als ob da eine Vulgrim-Position sein könnte. Das hier ist verschlossen, nach wie vor. Alles klar, das heißt, ich muss hier irgendwie wieder zurück. Moment. Da war nichts. Okay, also muss ich hier so wieder zurück. Komm. Jetzt haben wir uns zumindest das schon mal geholt. Das ist auf jeden Fall super. Das heißt, die Tage der Barriere sind sowas von gezählt. Wer hat dich denn eingeladen? Ich jedenfalls nicht. Und das bekommst du jetzt auch zu spüren, mein Freund. Nö, Finisher will ich nicht. Dankeschön. Komm hier rüber. Genau. Ist auch sehr geil gemacht hier, dass man sich dann einfach so rüber schlittern lassen kann. Oh, die Sense, ey. Mega viel oder was? Richtig cool. Yeah. Komm. Du stirbst doch endlich mal. Nerv mich nicht so viel. Ich zeig dir, wie geil ich mit der Sense umgehen kann. Ja. Immerhin insgesamt schon wieder um die 500 Seelen zusammen. Fast schon 600 wieder. Ja, nu. Komm schon. Immer noch nicht. Gut, dann finishen wir dich jetzt eben. Und zack. Perfekt. Kann ich hier irgendwas machen eigentlich? Sieht nicht so aus. Hier hatten wir ja schon geguckt. Hier komme ich nicht durch. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall wieder hoch. Da brauchen wir so eine Bombe für. Ich weiß bis noch nicht genau, wie wir da rankommen. Schon wieder Viecher hier. Was soll denn der Scheiß? Ich habe euch nicht gebeten, mir hier Gesellschaft zu leisten. Ich wollte das ganz alleine erkunden. Ich bin da so ein bisschen egoistisch, wisst ihr? Na. Bist du immer noch nicht finishing bereit? Doch jetzt. Cool, dass die dann auch zum Finishen bleiben. Also manchmal ist das so, dass man irgendwie nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung hat, damit die Viecher dann wirklich mit dem Finisher erledigt werden können. So, und jetzt geht's erstmal weiter hier. Zack. Hoch da. Durch da. Es ist echt schön hier so vom Ganzen. Die Musik ist auch sehr passend. Hier irgendwo noch eine Truhe versteckt.
Jein. Da vorne erwartet mich irgendwie ein Zwischenkampf oder so, glaube ich. Würde ich mal ganz stark vermuten. So ein Riesenareal. Hier erwartet mich was, garantiert. Wieder so ein Schwert, das ich brauche. Oh, Scheiße. Was bist du denn? Ich garantiere dir ewige Ruhe. Du bist schwach. Ah, fuck it. Ich muss ihm halt quasi immer ein Stück von seiner Rüstung da abdingsen. Muss ja eigentlich immer bloß zwischendurch mal bisschen ausweichen, aber genau das habe ich halt irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt gerade. Keine Ahnung, was da los war. Okay. Zwar so ein Zwischengegner, würde ich mal behaupten. Gibt's ja auch öfter mal in Zelda-Dungeons. Bumm. Eine Knete. Und hier gibt mir ein bisschen Leben. Kann ich auf jeden Fall brauchen gerade. Deswegen hervorragend. Das scheine ich auch zu brauchen. Nehme ich mir. Werde ich wahrscheinlich einsetzen müssen in diesem einen Raum. Bei dem wir schon waren, also relativ am Anfang. Ich glaube, das war sogar der erste oder der zweite Raum, der zweite oder so, glaube ich. Wo diese eine Tür nicht zu öffnen war. Okay. Hier. Ach, da soll ich rein. Okay. War das hier? Ist das der Raum, den ich meinte? Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, das ist der Raum. Hier. Damit dürfte sich diese Tür jetzt hier öffnen eigentlich, oder? Jawohl. Super. Hindurch. Oder auch nicht. Alter Schwede, das scheint aber auch wirklich ein gigantisches Megavieh zu sein. Aber eigentlich erwartet die mich hier noch nicht. Theoretisch. Die erwartet mich aber gleich wieder so ein Zwischenbosskampf wahrscheinlich. Okay. Nein, das war falsch. Ich muss... Was? Nope. Oh, doch. Ach du Scheiße. Erstmal die alle ausschalten, bitte. Nö, jetzt nicht. Ja, gleich hast du wieder mit genug Rüstung verloren, dass ich dir hoffentlich meinen Finisher reinhauen kann. Ja, der haut ordentlich rein, das ist mein Problem. Meine Seele gehört mir.
Nichts da. Ja, mit dem Ausweichen, das kriege ich immer noch nicht so 100% hin, aber okay. War es immer noch nicht, wie es aussieht, okay. Jetzt aber, komm schon. Scheiße. Ja, schön und gut, aber was genau bringt mir das jetzt? Brauchst du? Du brauchst. Du brauchst dieses Schwert. Okay. Ist mir erst gar nicht aufgefallen, dass da noch so eine Statue war, die gegebenenfalls sowas brauchen könnte. Ist hier noch was? Nö. Das kriege ich jetzt auch nicht weg. Das ist wahrscheinlich sowas, da braucht man auch irgendwie eine Art Schlüssel oder sowas. Moment, was haben wir hier? Das muss auch weggesprengt werden. So ganz schön weit weg. Da hinten ist die Bombe. Kann ich eigentlich sliden? Wartet mal, ich probiere mal kurz das aus. Ne. Ne, so leicht wird das leider nichts. Probieren wir nochmal. Das war sehr schlecht. Komm, bitte noch eine. Komm schon. Geht das? Hat's geklappt? Habe ich es geschafft, das da wegzusprengen? Yes! Sehr geil. Cool. Und ein weiteres Stückchen Lebensstein. Und damit ist meine Lebensenergie auch gleich wieder aufgefüllt. Das ist natürlich richtig gut. Aber ich kann nicht zufällig mit dieser Bombe hier das da kaputt machen, oder? Nee, aber es wäre geil gewesen, wenn das geklappt hätte jetzt. Die Tür, glaube ich, hat sich geöffnet, oder? Da hinten ist noch eine Truhe. Okay, erstmal ist da oben wieder ein Artefakt. Das ich mir jetzt so geholt habe. Artefakt Meister, sehr schön. Kriege ich da vielleicht mehr Knete? Wäre natürlich geil, ne? Komme ich da so rüber? Nein. Okay. Muss ich wahrscheinlich mithilfe dieses Schattenflugdingens machen hier. Müssen wir nur von der richtigen Seite reinspringen. So. Dann darüber. Oh, oh. Nein. Okay, so wird das definitiv nichts. Schade. Sehr schade. Aber ich komme hier hoch dann. Und hier ist eine Truhe, eine Tür, meine ich. Dann drüben ist nichts weiter. So komme ich hier aber auch nicht hin. Da drüben muss ich auf jeden Fall irgendwie hinkommen. Ich weiß bis gerade noch nicht, wie das aussehen soll. Warum kann ich hier hin? Okay, hier kann ich hoch. Hier kann ich hoch. Und das bringt mich genau inwiefern weiter? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade noch nicht so richtig, aber das wird sich hoffentlich bald. Nee, das war jetzt total für den Arsch. Was habe ich denn da gemacht jetzt für einen Rotz? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es doof. Ziemlich doof sogar. Das muss auf jeden Fall auch irgendwie gehen. Das geht garantiert auch irgendwie. Ich weiß bloß jetzt in diesem Augenblick noch nicht wie. Da sind bestimmt auch Items drinnen, die wir brauchen. Geh hier lang, genau. Nochmal öffnen und jetzt hier wieder hoch. Zack.
Und hier wieder rüber. Jawohl, ja. Cool, da sprühen sogar die Funken. Finde ich ja geil. So. Das bringt mich jetzt genau wohin? Darunter brauche ich gerade nicht. Moment, hier kann ich was machen. Ich kann es runterschieben, wie es aussieht. Okay. Was genau habe ich jetzt davon, dass ich das runtergeschoben habe? Ich kann das noch weiter verschieben, wie es aussieht. Die Frage ist nur, wohin? Wohin soll ich das verschieben? Wohin soll ich das verschieben? Etwa hier rein? Dass ich das hier reinschieben muss oder so? Ah, ich habe eine Idee. Sekunde, mach mal auf. Nicht hier rüber? Na, das sieht schlecht aus. Ich scheine das hier nicht lang schieben zu können. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Ich hatte echt die Hoffnung, ich hätte hier irgendwie das jetzt durch die Tür hauen können. Und dann praktisch in die Lava rein. Aber ich krieg das ja so nicht geschoben bis da. Aber was genau bringt mir das jetzt hier gerade? Ich verstehe es nicht wirklich. Oder hätte ich das anders runterschieben müssen? Was blieb mir ja nur diese Möglichkeit? Ich bin ein bisschen verwirrt. Und hier hinschieben kann ich es auch nicht, weil hier über diese Kanten hier kommt das nicht rüber. Das schaffe ich jetzt so leider nicht. Keine Ahnung, wie das genau gehen soll. Aber, liebe Leute, genau an dieser Stelle wird es dann in der nächsten Folge weitergehen, hier in der Zwielichtkathedrale. Und bis dahin, tschüss!